Eine Freundschaft, die die gesamte Filmkarriere eines Schauspielers in Gang brachte. Ein Bildschirmpolitiker mit der Zustimmung eines echten Präsidenten. Hier ist, was die Besetzung von District 9 seit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2009 unternommen hat. Charlto Copley gab sein Schauspielerdebüt als Protagonist von District 9, Wickes Van der Meerwee. Wickes arbeitet bei Multinational United, dem Militärunternehmen, das damit beauftragt ist, die Garnelen in Schach zu halten, und hat die Aufgabe, die 1,8 Millionen Außerirdischen in ein anderes Lager umzusiedeln, wenn er einer außerirdischen Flüssigkeit ausgesetzt ist, die ihn langsam in eine Garnele verwandelt. MNU is trying to move the aliens for humanitarian reasons, but the real focus, just as it has been right from the beginning, is weapons. Als die MNU versucht, Wickes zu sezieren, damit sie seine außerirdische DNA verwenden können, um Zugang zur außerirdischen Technologie zu erhalten, entkommt er und wird ein Flüchtling des Gesetzes. Da Wickes nirgendwo anders hin kann, macht er einen Deal, um einen Garnelen namens Christopher Johnson und seinem Sohn Little CJ zu helfen, die Erde zu verlassen, um sich selbst zu retten. Die Aufführung markierte den Beginn einer geschäftigen Karriere für Copley. Seit 2009 hat er in mehreren anderen Filmen mitgespielt, darunter The A-Team, Oldboy und Maleficent. Er war auch der Hauptdarsteller der PlayStation Network TV-Serie Powers, die 2015 Premiere hatte und 2 Staffeln dauerte. Copley arbeitete weiterhin mit Blomkamp an Spielfilmen wie Elysium und Chappie, sowie an Kurzfilmen darunter God, Serengeti und God City. James Cope ist vielleicht kein bekannter Name, aber der südafrikanische Schauspieler spielte eine große Rolle in District 9. Zunächst einmal hatte Cope die Motion-Capture-Arbeit für Christopher Johnson und alle sprechenden Aliens erledigt. Cope spielte auch den menschlichen UKNR-Korrespondenten Gray Bradnam, der im Laufe des Films mehrmals interviewt wird. Im Laufe der Jahre trat er in mehreren Filmen auf, darunter 2012 in Dread, 2013 in Mandela – Long Walk to Freedom und hatte eine wiederkehrende Rolle in der Stars-TV-Serie Black Sails. Cope arbeitete auch weiterhin mit Blomkamp zusammen, als er 2015 in Chappie und 3 der Kurzfilme des Regisseurs auftrat, God Strength, God City und 2017 Adam the Mirror. David James ist ein weiterer relativ unbekannter südafrikanischer Schauspieler, der eine Hauptrolle in District 9 spielte. James spielte einen der Hauptgegner des Films, Cobus Wettner, einen skrupellosen und sadistischen MNU-Söldner, der Wickes während der Räumung von District 9 begleitet, bevor er versucht, ihn zu fangen, nachdem er infiziert wurde. Wie im gesamten Film zu sehen ist, hat Cobus große Freude daran, Garnelen zu foltern und zu ermorden. You don't run away from a chopper. Where do you think you're going? You want to piss me off? Da der Film Cobus so leicht zu hassen macht, ist es ziemlich erlösend zu sehen, wie die Garnelen Cobus am Ende des Films besiegen. Während einige Kritiker seine Darstellung als Oscar verdient ansahen, spielt er nach District 9 meist nur noch Nebenrollen. James trat in mehreren britischen Fernsehsendungen auf, wie Wild at Heart und Kidnap and Ransom. Die südafrikanische Schauspielerin und Model Vanessa Haywood spielte Wickes' Ehefrau Tanya in District 9. Zu Beginn des Films wird sehr deutlich gemacht, dass Tanya Wickes sehr liebt und sich Sorgen um ihn macht, als er ins Krankenhaus gebracht wird. Nachdem Wickes auf der Flucht ist, verbreitet MNU jedoch Lügen, dass er sexuelle Beziehungen zu einem Außerirdischen hatte, was Tanya dazu bringt, sich gegen ihn zu stellen. I'm gonna see you again, and I'm gonna kiss you, and I'm gonna hold you again. I don't want you to hold me again. Gegen Ende des Films scheinen sich Tanyas Gefühle gegenüber ihrem Ehemann wieder verändert zu haben. Sie scheint ohne Wickes verloren zu sein und behält eine Metallblume, von der sie glaubt, dass er sie gemacht hat. Diese Theorie wird anscheinend durch die letzte Szene des Films bestätigt, in der eine Garnele, vermutlich Wickes, jetzt vollständig verwandelt, eine weitere Metallblume herstellt. Obwohl Haywood seitdem nicht mehr in vielen Projekten mitgespielt hat, war sie dennoch stark in der Entertainment-Industrie involviert. Im Jahr 2011 nahm Haywood an der Survivor South Africa-Folge Celebs vs. Plebs teil, die ihrer Meinung nach eine phänomenale lebensverändernde Erfahrung für sie war. Haywood ist auch eine angesehene Ausdauersportlerin, die nicht nur mit dem südafrikanischen Trailrunner Ryan Sandys verheiratet ist, sondern auch an mehreren Rennen wie dem ABSA, Cape Epic, dem Leadville 100 und dem Otter Trail Race teilgenommen hat. Der südafrikanische Schauspieler Mandela Gadaka spielte Fundiswa Malanga in District 9. Fundiswa ist Wickes' Assistent und Praktikant während der Räumung. Am Ende wartet Fundiswa auf den Prozess, weil er Informationen über illegale Experimente von MNU mit Garnelen preisgegeben hat. Obwohl Gadakas Rolle in District 9 klein war, hatte er einen großen Einfluss auf den Höhepunkt des Films. Seit der Veröffentlichung von District 9 war Gadaka im südafrikanischen Fernsehen sehr erfolgreich. Er gewann 2 südafrikanische Film- und Fernsehpreise für seine Arbeit an der Komödie Gauteng Mambonang und einen weiteren für seine Arbeit an der Seifenoper Ashes to Ashes. Gadaka tauchte nach District 9 weiterhin in mehreren Filmen auf. Er trat 2011 in Machine Gun Preacher, 2015 in Avengers Age of Ultron und 2019 in Losing Laredo auf.
Der malawische Schauspieler Eugene Kambaniwa spielte Obin Sanjo, den sekundären Antagonisten von District 9. Dieser ominöse aussehende Charakter ist verantwortlich für die nigeranische Gang in District 9, die Aliens Katzenfutter im Austausch für ihre Waffen verkauft. Obin Sanjo glaubt, dass er außerirdische Waffen benutzen kann, wenn er außerirdisches Fleisch isst. Während des Höhepunkts des Films versucht einer von Obasanjos Männern, Wickes' mutierten Arm abzuschneiden, als Little CJ aus der Ferne ein Exoskelett im Gelände der nigerischen Gang aktiviert, das alle Gangster tötet und Obasanjos Kopf in die Luft jagt. Nach District 9 spielte Kambaniwa in vielen Fernsehprojekten auf der ganzen Welt mit. Er spielte Pastor Peter im britischen Fernsehfilm Damalola or Loved Boy von 2016. Der Film, in dem auch die Lovecraft-Country-Schauspielerin Wunmi Musaku mitspielte, gewann 2 britische Academy of Film and Television Awards. Kambaniwa trat auch in der gefeierten Hulu-Miniserie The Looming Tower als Trenton Okuku auf, ein kenianischer Sicherheitsbeamter der amerikanischen Botschaft in Nairobi, der den Bombenanschlag auf die Botschaft überlebte und zu einem entscheidenden Zeugen wurde. Außerdem arbeitete Kambaniwa nach District 9 weiterhin mit Blomkamp zusammen und spielte 2015 in dem Spielfilm Chappie einen weiteren Gangster. Er trat auch in Blomkamps Kurzfilm Wrecker von 2017 auf, in dem Sigourney Weaver die Hauptrolle spielte. Kenneth Nicosi spielte in District 9 Thomas, einen guten Freund von Wickes. Thomas ist ein MNU-Sicherheitsmann, der Wickes bei der außerirdischen Vertreibung unterstützt und als persönliches Sicherheitsdetail von Wickes dient. Obwohl Nicosi in District 9 eine untergeordnete Rolle spielte, war er bereits sein Name im südafrikanischen Film und trat wahrscheinlich in dem Film auf, um südafrikanische Kinogänger anzulocken. Glücklicherweise tauchte Nicosi weiterhin in Filmen, Fernsehsendungen und Live-Übertragungen auf. Einige Beispiele sind Scheme von 2011 und Ayanda von 2015, die beide entweder für SAFTAs nominiert oder gewonnen haben. Zuletzt spielte er in 2018 in der Filmkomödie Frank and Fearless mit. Er moderierte auch die SABC2 World Cup Show im Jahr 2010 sowie mehrere südafrikanische Reality-Shows wie Class Act, Wang Verstana und Kitchen Queens. Louis Minard spielte Pete Smith, einer der Hauptantagonisten in District 9. Pete ist der Geschäftsführer von MNU, der seinen unbeholfenen Schwiegersohn Wickes schickt, um Außerirdische aus District 9 zu vertreiben. Obwohl er nicht vorhersehen konnte, was mit Wickes passieren würde, hoffte er wahrscheinlich für das Schlimmste. I had to put aside the fact that my daughter was married to Wickes. That didn't factor in my decision to promote her. Nachdem Wickes infiziert ist, beschließt Pete, ihn für Forschungszwecke zu nutzen und starrt seinen Schwiegersohn emotionslos an, während er um sein Leben bettelt. Nachdem Wickes auf der Flucht ist, belügt Pete seine Tochter Tanya, dass Wickes sexuelle Beziehungen zu einer Garnele hatte, um sie gegen ihn aufzuhetzen. Obwohl sein Status am Ende des Films unbekannt ist, war Pete wahrscheinlich in das Datenleck von MNUs illegalen Alien-Experimenten verwickelt, an denen er einen großen Anteil hatte. Nach District 9 tauchte Minari in weiteren Filmen aus der ganzen Welt auf. Einige seiner südafrikanischen Filmografien umfassen Sammy Soad von 2012, Will Vasgard von 2017 und The Harvesters von 2019. Minari erschien 2009 auch im Clint Eastwoods Nelson Mandela Biopic Invictus. Der amerikanische Schauspieler William Alan Young spielte District 9 Dirk Michaels, den CEO von MNU. Obwohl Young einer der bekannteren Schauspieler in der Besetzung des Films ist, erscheint seine Figur nur in 2 Szenen. Ein Interview, in dem er sagt, dass die Außerirdischen nirgendwo hingehen, und eine Nachrichtensendung, in der er sagt, die Explosion im MNU-Hauptquartier sei ein Terroristenanschlag. Nach District 9 gastierte Young in Dutzenden von Fernsehsendungen und spielte in einigen Filmen mit. Castle, Madam Secretary und This Is Us sind nur einige der Shows, in denen Young auftauchte. Die einzigen Filme, in denen Young seit District 9 mitgespielt hat, sind Fernsehfilme wie Rock the House aus dem Jahr 2011, The Cookie Mobster und Christmas Hotel. Young ist auch ein angesehener Menschenfreund. Er hat mehrere herausragende Auszeichnungen erhalten, darunter den NAACP Social Achievement Award, den President's Icon Award und den Man of the Year Award der National Organization of Women at Work. Darüber hinaus ernannte Präsident Bill Clinton Young zum Botschafter des guten Willens, was bedeutet, dass er sich aufgrund seiner Bekanntheit als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens für eine bestimmte Sache oder ein globales Problem einsetzt. Der südafrikanische Schauspieler Robert Hobbs spielte in District 9 eine Nebenrolle namens Pienaar, einen MNU-Söldner unter dem Kommando von Cobus Venter. Gegen Ende des Films ist er im Feuergefecht mit Nigerianern zu sehen und ihm wird befohlen, Christopher zu verprügeln, damit er mit Wickes über seinen Plan spricht. Nachdem Pienaar beholfen wurde, Christopher zu exekutieren, sieht das Publikum die leiseste Spur eines Lächelns auf seinem Gesicht. Er drückt fast den Abzug, bevor Wickes die Waffe des Exosuits benutzt, um ihn zu zerstückeln. Seit District 9 hat Hobbs in mehreren Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, darunter Mandela, Long Walk to Freedom, Black Sails und Warrior.
Harms arbeitete auch weiterhin mit Blomkamp zusammen, spielte 2015 in Chappie und 2017 in zwei seiner Kurzfilme Wrecker und Firebase mit.